Im EQS 3D Creator haben Sie die Möglichkeit, digital und online ein Orthesenrolling zu erstellen. Dies geschieht ganz einfach, indem Sie den Randverlauf definieren, diesen dann anpassen und die Seite der Orthese auswählen, die Sie behalten möchten. Im nächsten Schritt können Sie Löcher platzieren, zum Beispiel das Fersenkontrollloch, und auch Langlöcher, um beispielsweise eine Umlenkschlaufe daraus zu konstruieren. Im nächsten Schritt können Sie dann Muster auswählen, so können Sie die Farbe umändern und ein Motiv auf Ihre Orthese drauf machen. Dieses können Sie in der Position, Größe und Rotation verändern. Und im letzten Schritt können Sie dann Perforierungslöcher auf die Orthese machen, um eine Ventilation zu ermöglichen. Wenn das passt, können Sie die Orthese herunterladen und beispielsweise zu Ihrem 3D-Druckdienstleister oder Ihrem eigenen 3D-Drucker schicken und ausdrucken.